Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Spieltag Nummer 2 steht an, ihr seht es, die Prognose ist etwas kürzer. Ich bin momentan ja zeitlich auf der Arbeit ziemlich eingespannt und habe auch sonst momentan etwas mehr um die Ohren. Und ja, deswegen ist es kürzer geworden, aber wir haben alle Spiele. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschalten. Viel Spaß, los geht's mit Freiburg gegen Dortmund. Freiburg und Dortmund sind beide perfekt in die Saison gestartet. Glatte Siege bei Dortmund wurde es etwas enger. Freiburg schlug Augsburg klar und deutlich. Aber Dortmund hatte nochmal nachgelegt auf dem Transfermarkt und das zahlte sich in der 25. Minute aus. Fehler von Sildilia. Nutznießer ist Anthony Modest. Aber der SC Freiburg war hier keinesfalls unterlegen. Salai auf Gregoritsch. Der scheitert aber an Kobel nach einer knappen halben Stunde. Es war ein munterer Auftakt in den zweiten Spieltag. Fünf Minuten vor der Pause noch einmal Dortmund auf dem Weg in den Strafraum. Reus, Bellingham. Reus legt sich den Ball etwas zu weit vor, findet aber Malen, der in der Mitte Anthony Modest bedient. 2:0, kurz vor dem Seitenwechsel. So zahlt sich das dann aus. Schwierige Aufgabe jetzt, selbstverständlich für den SC Freiburg, aber sie gaben sich noch lange nicht geschlagen. Dortmund tut sich hier traditionell schwer. Aber in der 65. Minute war es einmal mehr Gregor Kobel, der die 0 für Dortmund festhielt. Roland Salai zirkelt den Ball in Richtung des Gehäuses. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Dortmund nochmal mit einer Standardsituation. Spiel war schon entschieden zu dem Zeitpunkt. Daniel Malen setzte noch einen drauf. 0:3. Am Ende ein verdienter Sieg für den BVB, aber sicherlich 1-2 Tore zu hoch. Freiburg hat gut mitgehalten, aber verpasste es selber, die Chancen zu nutzen. So viel machte Leverkusen nicht falsch gegen den BVB. Am Ende aber haperte es an der Chancenverwertung. So stand man mit leeren Händen da. Der FC Augsburg hielt in der ersten Halbzeit mit Freiburg mit. Im zweiten Durchgang ging es dahin 0:4 am Ende die Packung. Aber Augsburg war hier mutig. Traube Leo mit der ersten Chance mit dem Kopfball, aber knapp am Tor vorbei. Bayer 04 Leverkusen nach einer Ecke mal mit dieser Aktion. Und aus der zweiten Reihe Mitchell Bakker zum 1:0 kam. Etwas überraschend zu diesem Zeitpunkt, aber der linke Verteidiger hat hier einen ordentlichen Huf und setzt den Ball in den Knick. Klarer Rückschlag für den FCA. Danach wurde Leverkusen stärker. 31. Minute, Bellarabi verpasst es aber, die Führung zu erhöhen. So ging es erstmal mit diesem Zwischenstand von 1:0. In die Pause. Die Fuggerstädter, sie zogen sich etwas zu weit zurück, wurden dann bestraft. Im zweiten Durchgang sollte es aber besser werden. Zunächst aber wieder Leverkusen. Asmun und Schick, der aber in dieser Spielzeit noch glücklos ist. Hier macht er nicht viel falsch. Giechewitz macht es aber einfach besser. Nun erhielten die Augsburger nochmal einen Aufschwung. Leverkusen verteidigte luftig und Rex Bischai taucht plötzlich frei im Strafraum auf. Das wird hier ziemlich kalt bestraft. 1:1. Leverkusen war auf dem Weg nach vorne und das wusste Augsburg abermals auszunutzen. Spiel gedreht. Niederlechner mit dem 1:2 tunnelt den Radetzky-Ersatz Lunev
Und so blieb es beim 2:1. Es sah lange Zeit nach einem Auftakt-Sieg hier im Heimspiel für Leverkusen aus, aber Augsburg drehte das. RB Leipzig spielte nur 1:1 am ersten Spieltag im Heimspiel gegen Köln. Sind sie haushoher Favorit? Der erste FC Köln aber präsentierte sich spielstark gegen Schalke. Über die ganzen Geräusche drumherum wollen wir keine Worte mehr verlieren. Köln machte es auch hier gut. Sagis Adamian zieht aus der Distanz ab. Peter Gulaschi mit aller Mühe klärt er den Ball zur Ecke. Dann RB Leipzig auf der anderen Seite. Schwebe mit der Parade. Hector klärt es unzureichend. Dani Olmo, Henrichs und André Silva. Was für ein Strahl. 1:0 für RB. Kein Abseits, kein passives. Hector hebt es unten auf. Aber der erste FC Köln, er war mutig, er traute sich was. Adamian, starker Pass. Ljubicic und Thielmann schiebt den Ball nur noch über die verwaiste Linie. Gulaschi verschätzt sich. Thielmann ist schneller im Zweikampf als Orban. Der Ball trudelt über die Linie. Köln hatte Blut geleckt. Jan Thielmann, Skiri. Sagis Adamian völlig frei. 1:2. Leipzig wusste nicht, wie ihn hier geschieht. Sträflich freigelassen Sagis Adamian. Und so konnte Leipzig dann erstmal nicht von der Führung durch Silva profitieren. Durchgang 2. Xaver Schlager. Ausgleich. Das erste Mal, dass er wirklich eine Rolle spielt in der Aufstellung. Hier kann er mit einem starken, satten Schuss das 2:2 erzielen. Jetzt wieder Leipzig mit Oberwasser. Silva auf Olmo, 3:2. Spiel wieder gedreht, es ging hin und her. Jetzt war Köln in der Defensive einfach etwas zu sorglos. Konnten sie wieder postwendend antworten. Adamian wird nicht wirklich angegriffen. Das super Auge für Uth. Doch Gulaschi verhindert das 3:3. Wir springen in die 90. Minute. Leipzig machte alles klar mit Kevin Campbell. Das 4:2 in einem unterhaltsamen Bundesligaspiel, wo Köln lange gut mithielt, am Ende aber dann unglücklich den Kürzeren zog. Hoffenheim und Bochum sind beide sehr unglücklich in die Saison gestartet. Hoffenheim in Unterzahl, Gladbach unterlegen, der VfL Bochum im Heimspiel 1:2, dem ersten FSV Mainz 05. Aber das sollte doch eigentlich kein schlechtes Vorzeichen sein, denn beide Mannschaften hatten dementsprechend hier den Anspruch, das wieder gut zu machen. Und die erste gute Chance gehörte den Gastgebern, die hier in der Favoritenrolle erstmal die ersten Akzente setzte. Kurz vor der Pause dann aber auch mal Bochum und Asano kann um ein Haar das 0:1 erzielen. Wäre wie aus dem Nichts gekommen. Es war kein Abseits. Oliver Baumann reagiert glänzend und schickt so beide Teams torlos in die Halbzeit. Ein eher durchschnittliches Spiel. Der VfL Bochum konnte nicht mehr. Hoffenheim war nicht so richtig gut eingestellt. So wirkte es. Und im zweiten Durchgang mussten sie das dann auch zu spüren bekommen. Philipp Hofmann 0:1, 67. Minute. Etwas unglücklich von Vogt abgefälscht, aber dass Philipp Hofmann da so frei nicht stehen darf, das ist auch klar. Und Hofmann mit dem nächsten guten Moment. Starker Pass auf Zoller. Der findet in der Mitte Asano. 0:2, 71. Minute. Das wurde jetzt richtig brutal schwer für Hoffenheim noch umzubiegen. Sie reckten und streckten sich aber nochmal. Prömel raus auf Kade Rabeck. Da ist Jorginho Ritter. Den darf man nicht so frei ziehen lassen.
Der dreht da auf. Macht es auch gut. 77. Minute, nur noch 1:2. Zumindest ein Punkt sollte es werden. Baumgartner, nochmal Rüttier. Und da fehlen nur wenige Zentimeter. Bochum kommt mit einem Schrecken davon und mit drei Punkten, die man hier nicht so unbedingt hätte einplanen können in Sinsheim. Hoffenheim hingegen hat nach zwei Spielen 0 Punkte. Die Hertha bekam von Union Berlin mal wieder die Grenzen aufgezeigt, aber die letzten 20 Minuten circa gegen Union machten dann doch Hoffnung, und Hoffnung sollte auch er bringen. Jean-Paul Boetius, zuletzt noch bei Mainz unter Vertrag, macht er jetzt in der 20. Minute die Führung für die Hertha. Frankfurt musste sich schütteln, die 1:6 Pleite gegen Bayern, sie tat weh, und man sieht sie auch in der Tabelle bis zum letzten Spieltag, aber dahin möchte man noch lange nicht denken. Jesper Lindström ist hier kurzsichtig und macht das 1:1. Er hat hier eine Riesenchance gegen Bayern vergeben. Und Jesper Lindström hatte anscheinend einiges im Gepäck. 44. Minute, aus dem Stand bringt er den Ball in den Winkel. Spiel gedreht, die Hertha defensiv wie gewohnt sehr anfällig. Und es war noch nicht Pause. Kolo Muani mit der Flanke. Und Götze mit seinem ersten Tor für Eintracht Frankfurt in einem Bundesligaspiel markiert per Kopf, Ausrufezeichen, das 1:3. Es ging so gut los für die Hertha, aber dann brach es über sie herein. Und so stand es dann doch ziemlich deutlich 1:3. Und im zweiten Durchgang hatten sie auch nicht mehr die Antworten auf Frankfurter Offensivbemühungen. Götze gegen Christensen, der war schon teilweise verzweifelt, weil seine Abwehr nicht das tat, was sie sollte. Es kam nicht mehr viel vom Hauptstadtklub, stattdessen Frankfurt noch einmal. Götze, Kolo Muani mit der zweiten Vorlage auf Ansgar Knauf, markiert das 1:4 und den Endstand. Herbe Klatsche für den Berliner Sportclub. Frankfurt kann die Niederlage vom ersten Spieltag vergessen machen. Der SV Werder Bremen überraschte positiv beim 2:2 gegen den VfL Wolfsburg, aber auch der VfB Stuttgart überzeugte beim 1:1 gegen Leipzig. Im Weserstadion war aber der SVW höher motiviert zu Beginn. 12. Minute, Jens Dorr mit dem 1:0 für Werder, das verdiente Ergebnis zu diesem Zeitpunkt. Die Schwaben fanden erstmal noch nicht wirklich statt, und wieder ist es ein Angriff, der rollt, aber diesmal verhindert Müller den Einschlag, der gegen Leipzig über sich hinauswuchs. Hier mit dem Knie wehrt er den Schuss von Füllkrug gerade so über die Latte. Dann aber dieser fehlerhafte Abwurf, und Füllkrug probiert es. Rund 20 Meter dieser Schuss, aber der hatte es in sich. Doch Müller macht seinen verpatzten Abwurf wieder wett und verhindert Schlimmeres. 1:0 nach 45 Minuten, ein vollkommen verdientes Resultat. Es hätte sogar etwas höher stehen können. So blieb es offen, und Stuttgart wurde etwas besser im zweiten Durchgang. Ahamada auf Chris Führich. So kann es auch laufen. 66. Minute, 1:1. Pavlenka noch dran, lenkt ihn aber nicht mehr um den Pfosten. Wir springen in die letzte Minute. Es kam nicht mehr viel von beiden Seiten. Stuttgart probierte es nochmal, wollte den Lucky Punch setzen. Endo, Kalajdzic, Pieper dazwischen. Silas nochmal, Kalajdzic. Einfach kein Durchkommen, Thiago Thomas. Nein, die Szene bereinigt. Es blieb
beim 1:1. Geht auch so in Ordnung. Werder Bremen verpasste es im Durchgang 1 dann draufzusetzen und so geht es Remis aus. Der FC Schalke 04 empfängt zum Topspiel am Samstagabend Borussia Mönchengladbach. Schalke startete unglücklich mit einer Niederlage in Köln. Gladbach schlug in Überzahl Hoffenheim. Und Gladbach wollte ihrer Rolle hier gerecht werden als etablierter Bundesliga-Club. Schalke in der Rolle als Aufsteiger erstmal in der Defensive gefordert. Thüram aber bleibt an Yoshida hängen. Etwas über eine halbe Stunde gespielt. Gladbach setzte sich vorne fest. Thüram, Florian Neuhaus kommt erst nicht durch, aber setzt nach und macht dann doch das 0:1. Zu dem Zeitpunkt ging das vollkommen in Ordnung. Schalke hatte seine liebe Mühe, nach vorne etwas zu kreieren und hinten waren sie dann zu anfällig. 41. Minute, 0:2. Christoph Kramer setzt noch ein drauf vor der Pause. Schwolo kann gegen den Einschlag nichts mehr machen. Aber Schalke versuchte noch zu antworten vor der Pause. Tom Kraus in der 45. Minute wird etwas zu weit abgetrieben. Dann wird der Winkel sehr spitz. Jan Sommer hält, muss er auch. Aber so bleibt es erstmal beim 0:2. Es war eine unglückliche Partie bis dahin für die Königsblauen, die nach vorne zu wenig kreierten. Gladbach hingegen zeigte sich effizient, auch im zweiten Durchgang. 64. Minute 0:3. Die Vorentscheidung war dies selbstverständlich schon. Aber Schalke gab sich nicht auf, wurde von den Fans weiter nach vorne gepusht. Ovejan mit dem Eckball auf Terodde, der aber auch nicht richtig gut hinter den Ball kommt. Und nicht zumindest das erste Heimtor der Saison erzielen kann. So endet diese Partie am Ende auch verdient mit 0:3. Schalke war von Gladbach weitgehend überfordert und die Fohlen spielten stark auf. Der erste FSV Mainz 05 konnte ebenso wie Union Berlin am ersten Spieltag gewinnen. Überzeugende Auftritte, vor allem von Union. Mainz hier aber besonders heimstark, zumindest in der letzten Saison gewesen. Daran wollten sie anknüpfen. Onisivo, Doppeltorschütze vom Spiel gegen Bochum, trifft aber hier nur das Außennetz. Union traditionell ja auch eher eine Heimmannschaft, das sah man hier. Sie taten sich extrem schwer. Jay Sung Lee, Onisivo legt zurück auf Chor und Angelo Fulgini mit dem 1:0 für Mainz 05. Die Abwehr der Unioner etwas ungeordnet, das nutzte Mainz in der Frühphase aus. Danach passierte bis zum Pausenpfiff erstmal relativ wenig. Union verbesserte sich aber nun. Riasson mit der Flanke, der findet Geraldo Becker. 55. Minute, starke Direktabnahme. Robin Zentner überwunden, 1:1 Union. Nun wieder der erste FSV Mainz 05, bis dahin wenig zu sehen in Durchgang 2 bis zu diesem Spielzug. Der Ball von Jay Sung Lee perfekt und die Abnahme von Silvan Widmer noch herausragender anzuschauen. Union kam aber nochmal. Siebert Schö sieht Haraguchi, der es aber nicht schafft, Zentner an diesem Tag zum zweiten Mal zu überwinden und so musste sich Union mit dieser Niederlage abfinden. Mainz gewinnt zum zweiten Mal in Serie. Union verliert das erste Auswärtsspiel der Saison.
Zum Abschluss des zweiten Spieltags empfängt der FC Bayern München den VfL Wolfsburg. Und die Wölfe, sie mussten sich erstmal wieder einspielen, denn das 2:2 gegen Werder war nur wenig überzeugend. Aber hier überraschten sie erstmal die Bayern. Van de Ven hat zu viel Platz auf links. Omar Mamou stand im 5-Meter-Raum alleine gelassen. Gute Direktabnahme. Neuer kann Schlimmeres nicht mehr ausmerzen. Auf der anderen Seite dann die Bayern mit diesem Strahl. 19. Minute 1:1. Marcel Sabitzer setzt den Ball unters Dach und markiert den Ausgleich. Dann nochmal die Bayern, nur wenig später. Sadio Mané schließt mit dem Spann ab. Der hätte auch den Weg ins Tor gefunden, aber Kun Kastels ist da und kann halten. Ging mit diesem 1:1 in die Pause. Wolfsburg vor allem zu Beginn stark. Dort trafen sie dann auch. Aber danach kam dann doch nicht mehr so viel. Aber auch die Bayern, wir sind schon in der 80. Minute, konnten nicht mehr sonderlich viel kreieren. 80. Minute, Mané mit dem Kopfball über den Kasten. Springen wir zur letzten Aktion. Musiala, Gnabry, Davis, Mané und Sabitzer. Aber der zweite Traumtreffer war ihm nicht vergönnt. Kastels hält für die Wölfe das am Ende doch schmeichelhafte 1:1 fest, denn ein Schuss aufs Tor brachten sie nicht mehr zustande nach dem 1:0 in der 11. Minute. Aber es ist am Ende ein Punktgewinn für den VfL und sie können als Gäste damit sicherlich besser leben. Jo, das war's mit der Prognose. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Auch wenn es etwas kürzer war, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, bleibt gesund und adios.